Servus, hallo zusammen, ich grüße euch. Es ist ein Bescheid aufgetaucht, der sehr gut aufzeigt, was eine Migrantenfamilie in Deutschland pro Monat finanziell vom Jobcenter Berlin bekommt. Ich habe die persönlichen Daten der Personen geschwärzt. Die Familie besteht aus zwei Erwachsenen und drei Kindern und erhält pro Monat ca. 5000 Euro. Zusätzlich werden die Unterbringungskosten in Höhe von ca. 4000 Euro voll vom Jobcenter übernommen. Wir wissen ebenfalls, dass sämtliche weiteren Ausgaben wie Taxifahrten, Zugfahrten, Dolmetscherkosten, Anwaltskosten und Arztkosten voll übernommen werden. Die Familie hat also pro Monat ca. 5000 Euro zur Verfügung, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und so gut wie keine Ausgaben. Es wird hier also ein unglaublicher Anreiz geboten, Asyl in Deutschland zu beantragen. Und genau deswegen wollen fast alle illegalen Wirtschaftsflüchtlinge ausschließlich in unser Land. Ebenso schafft man durch solch hohe Zuwendungen nicht den geringsten Anreiz, sich als Migrant eine Arbeit in Deutschland zu suchen. Denn Geld ist ja bereits im Überfluss vorhanden. Und ebenso regt es dazu an, noch mehr Nachwuchs zu bekommen, denn jedes Kind ist mit einem zusätzlichen Einkommen von ca. 900 Euro pro Monat gleichzusetzen. Durch nur eine Familie werden pro Jahr also mindestens Kosten in Höhe von 108.000 Euro verursacht, die der deutsche Steuerzahler voll zu tragen hat. Und dies ist kein Einzelfall, sondern die Regel. Während also das deutsche, hart erarbeitete Steuergeld fremden Menschen nachgeworfen wird, die hier niemals gearbeitet haben und sicherlich auch niemals arbeiten werden, werden deutsche Familien vom Jobcenter grandios benachteiligt. Ich weiß dies aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Freundin, die alleinerziehend ist und zwei Kinder hat, dabei geholfen, ihren Antrag auf Unterstützung beim Jobcenter auszufüllen. Der bürokratische Aufwand allein ist bereits extrem komplex und sehr zeitaufwendig und muss alle 3 Monate komplett wiederholt werden. Alle Familienmitglieder müssen ihre persönlichen Verhältnisse offenlegen und alle Finanzverhältnisse nachweisen. Es wurde sogar gefragt, ob ihr Kind mit 7 Jahren vielleicht schon ein Bankkonto hat. Es wurde gefragt, ob man nicht Vollzeit statt nur Teilzeit arbeiten könnte. Es wurde gefragt, ob man mit dem Vermieter sprechen könnte, damit dieser die Miete senken kann, oder ob man nicht eines der 3 Zimmer untervermieten könnte, oder ob man sich nicht einfach eine günstigere Wohnung suchen könnte. Es wurde schnell klar, dass es sich nicht um eine Hilfe oder Stütze vom Staat handelt, sondern vielmehr um eine unterschwellige Privatinsolvenz. Man verpflichtet sich schriftlich vor dem Jobcenter aktiv dabei mitzuwirken, irgendwann keine Stütze mehr bekommen zu müssen. Hierfür muss man sämtliche Einkommensverhältnisse offenlegen, ansonsten würden keine Beträge mehr gezahlt werden. Zuletzt wurden die Bezüge meiner Freundin auch einfach von ca. 280 Euro im Monat auf 120 Euro gekürzt, ohne genaue Begründung. Sie ist wie gesagt alleinerziehend und muss alle Kosten wie Miete und Verbrauch selbst zahlen. In diesem Fall kann man also wahrlich von Hartz IV Armutsgesetzen sprechen. Was passiert hier also? Warum werden diese sozialen Ungerechtigkeiten geschaffen? Das Stichwort lautet Teile und herrsche. Sorge dafür, dass sich zwei Parteien feindlich gegenüberstehen und schaue zu, wie sie sich bekämpfen. Und am Ende erzeuge Ordnung aus dem Chaos. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig auch zu verstehen, dass wir den illegalen Wirtschaftsmigranten nicht vorwerfen können, dass sie hier sind. Sie wurden eingeladen und sind Marionetten und Schachfiguren, genau wie wir auch.
Die wahren Schuldigen jedoch sitzen im Hintergrund und ziehen die Fäden. Ein vereinigtes Europa nach dem Vorbild der USA, welches der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung einer Weltsuperregierung sei. Doch wer sind hierbei die Geprellten? Einerseits sind es die Verfechter der Nationalstaaten, die ihre Souveränität und Identität bedroht sehen. Andererseits sind es aber auch die Flüchtlinge, die gezielt nach Europa eingeschleust werden. Kaltblütig werden sie von den wenigen Globalstrategen instrumentalisiert, um in europäischen Ländern soziale und andere Probleme zu verursachen, das europäische Volk zu spalten und gegen die Verfechter der Nationalstaaten aufzuhetzen. Hinterhältig wurde die Masseneinwanderung nach Europa von den Globalstrategen eingefädelt, indem sie die wirtschaftliche Existenz afrikanischer Länder zerstörten oder Bürgerkriege in der Nahostregion sowie in afrikanischen Ländern gezielt von außen anstifteten. Ein solcher Globalist ist zum Beispiel George Soros. Und in Deutschland sind seine besten Handlanger im Moment die Grünen. Keine Partei in Deutschland unterstützt die Ziele der Globalisten stärker. Für die Grünen können gar nicht genug illegale Wirtschaftsmigranten nach Deutschland kommen. Hierbei interessieren sie sich kein bisschen für das Wohl dieser Menschen. Es geht ihnen lediglich darum, unser Land mit Hilfe der Flüchtlingskrise zu spalten. Wenn es den Grünen wirklich um das Wohl der Flüchtlinge gehen würde, würden sie sie nicht dazu auffordern, nach Deutschland zu kommen und ihr Leben auf der langen Reise zu riskieren. Viel sinnvoller wäre es, die Menschen in den Heimatländern zu unterstützen und Fluchtursachen zu bekämpfen. Davon ist jedoch niemals tatsächlich die Rede. Im Gegenteil, weltweit sollen alle Grenzen fallen und Asylanten sollen so viel Unterstützung wie nur möglich erhalten. Hier ein Bericht zum Beispiel aus 2014. Bereits dort hieß es: Insgeheim hoffen die Grünen nämlich noch, sie könnten die Bundesregierung dazu bewegen, gleich das komplette Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen. Das wäre ein symbolischer Schritt, den man der eigenen Klientel gut verkaufen könnte. Das Gesetz entstand während des Asylkompromisses 1992, als Deutschland sich ebenfalls vor einer angeblichen Flüchtlingswelle schützen musste, wird von den Grünen als restriktives und menschenfeindliches Instrument gesehen. Fiele es weg, würden Asylbewerber künftig nach dem Sozialgesetzbuch behandelt. Dann würden sie in der Regel Hartz IV erhalten und könnten flexibler über ihr Einkommen verfügen als bisher, wo in vielen Ländern für die Flüchtlinge Sachleistungen ausgegeben werden. Und heute, 4 Jahre später, haben wir exakt diese Situation. Flüchtlinge erhalten keine Sachleistungen, sondern katastrophal hohe Geldleistungen. Und dies führt zu den folgenden katastrophalen Zuständen. Die Flüchtlingskrise kostet uns jährlich 22 Milliarden Euro. Das sind also Milliarden, die dem deutschen Steuerzahler einfach weggenommen werden. Die illegalen Wirtschaftsmigranten überweisen den größten Teil dieser Sozialhilfe in ihre Heimatländer. Es findet also eine Vermögensumschichtung ins Ausland statt. Folgerichtig erreichen die Sozialausgaben jedes Jahr neue Rekordwerte und tendieren so langsam in Richtung 1 Billion Euro. Als weitere Folge belegt das sogenannte reiche Deutschland nur noch einen der letzten Plätze, wenn man das Finanzvermögen verschiedener Länder vergleicht. Die Welt spricht sogar bereits von arme Bundesbürger. Auch wenn man das Pro-Kopf-Geldvermögen vergleicht, belegen wir einen der hintersten Plätze. Österreich, Italien und Frankreich sind vor uns. Ebenfalls steigt die Armutsgefährdungsquote in Deutschland seit 2006 sprunghaft an. Und es zeigt sich, dass die Schwächsten, vor allem die Alleinerziehenden mit Kindern, die höchste Armuts-
Gefährdungsquote haben fast 43%. Die, die man also zwingend unterstützen müsste, haben das größte Armutsrisiko. Natürlich wirkt sich das auch negativ auf die Rentner aus. Fast jede zweite Altersrente liegt bereits unter 800 Euro. Deswegen müssen viele Rentner weiterarbeiten, weil sie das Geld einfach brauchen, um zu überleben. Und natürlich finden deswegen bereits wieder Überlegungen statt, wie man es schafft, Lebenszeit in noch mehr Arbeitszeit umwandeln zu können. Da das Vermögen abfließt, können sich viele auch nicht mehr eine Wohnung leisten. 2018 waren 520.000 Deutsche ohne Wohnung und hinzu kommen nochmal 686.000 Flüchtlinge. Gleichzeitig gibt es in Deutschland immer weniger Sozialwohnungen. Waren es 1990 noch 2,8 Millionen, schätzt man die Zahl 2020 auf fast nur noch 1 Million. Obwohl man also immer mehr Wohnungslose im Land hat, hat man dennoch die Sozialwohnungen stets weiter abgebaut. Anstatt diesem Trend konstruktiv entgegenzuwirken, spricht Herr Habeck von den Grünen gleich von Enteignung. Er möchte Besitzer von Brachflächen zum Bauen verpflichten. Würden die sich weigern, würden sie ein Kaufangebot vom Staat für ihr Grundstück erhalten. Würden sie dies ablehnen, würden sie zwangsenteignet werden. Trotz dieser radikalen Idee suchte man einen Aufschrei in der Presse vergebens. Hieran kann man sehr gut die Doppelmoral erkennen, die tagtäglich in der Politik und in den Medien stattfindet. Nur als Beispiel, überlegt mal, was passiert wäre, wenn die gleiche Meldung von der AfD gekommen wäre. Es wäre ein Fest für die Medien gewesen, sie hätten sich Wochen und Monate lang auf dieses Thema gestürzt. Habeck fordert auch bereits ein zentrales Immobilienregister. Die Eigentümer einer Immobilie müssen transparent werden und dürfen sich nicht länger hinter dubiosen Briefkastenfirmen in Steueroasen verstecken. Es geht hier einfach nur darum, um maximalen Zugriff auf die privaten Immobilien der Bundesbürger zu bekommen. Ebenfalls fordert Kanan Bayram von den Grünen: Mieter von Wohnungen und Gewerbe sind immer mehr von Verdrängung betroffen. Dagegen will ich im Deutschen Bundestag wirksame Gesetze einbringen. Wir müssen die Enteignung als Spekulationsbremse einsetzen. In dem Artikel fragt sie sich, warum bei so existenziellen Dingen wie Wohnungen nicht auch enteignet werden kann, um Mieter wirksam zu schützen. Das würde also bedeuten, dass man Mietnomaden nicht mehr aus der eigenen vermieteten Wohnung werfen kann, ohne Gefahr zu laufen, enteignet zu werden. Des Weiteren ist es durchaus möglich und auch keine Seltenheit mehr, dass Deutsche, die schon viele Jahre lang in ihren Wohnungen leben, ausziehen müssen, weil die Stadt dort Flüchtlinge unterbringen möchte. Passend für unseren Staat werden nun auch sogenannte Flüchtlingsbürgen zur Kasse gebeten. Sie wollten nur helfen, jetzt stehen sie vor dem finanziellen Ruin. Hunderte Essener, die Bürgschaften für Flüchtlinge übernommen hatten, bekommen in diesen Tagen Post vom Jobcenter, wie die WAZ berichtet. Darin werden sie aufgefordert, die Sozialleistungen für die Flüchtlinge zurückzuzahlen. In Einzelfällen gehe es bis zu 50.000 Euro. An dieser Stelle muss ich aber sagen, das geschieht den Bürgern vollkommen zu Recht. Als Bürger sollte ich erwachsen genug sein, um zu wissen, dass jede wahnsinnige Tat auch wahnsinnige Konsequenzen nach sich zieht. Das Ziel der Grünen ist es also, so viele Wirtschaftsmigranten wie nur möglich in unser Land zu holen, uns das Vermögen zu entziehen, umzuschichten, ins Ausland zu transferieren und auch zu vernichten. Dadurch haben wir immer weniger Vermögen, können uns keine Wohnung mehr leisten
Und zusätzlich laufen wir Gefahr, enteignet zu werden, sofern wir Wohneigentum besitzen. Was dies für die finanzielle Zukunft unserer Kinder bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Wer also die Grünen in irgendeiner Weise unterstützt, fördert die eigene finanzielle Vernichtung. Doch lassen wir abschließend die Grünen selbst sprechen. Sie sagen ja unverblümt, wo die Reise hingehen soll. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. iFormer, ein Videoformat von ZDF und ARD, interviewte den Bundesvorsitzenden von Bündnis 90, die Grünen, Robert Habeck. Dabei wurden dem Politiker verschiedene Stichworte vorgelegt. Eines dieser Stichworte lautete Volksverräter. Er antwortete wörtlich: Ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk, sondern das ist ein böser Satz, um Menschen auszugrenzen und zu stigmatisieren. Robert Habeck negierte den Volksbegriff, schreibt Jürgen Fritz. Ja, natürlich, jede Definition grenzt ab. So kommen Staaten zustande. Zuerst wird ein Stück Land abgegrenzt und dann die Personen, die zum Staatsvolk gehören, von denen, die nicht dazugehören. Diese sind quasi die Eigentümer dieses Landes. Ein Italiener gehört zum italienischen Staatsvolk, ein Deutscher zum Deutschen. Ein Deutscher ist in Deutschland Teil des Souveräns, nicht aber in Italien oder Saudi-Arabien. Und just dagegen wenden sich die Grünen. Grüne Politiker und für die allermeisten SEDler, die Linke und SPDler, dürften das genauso gelten, fühlen sich nicht den deutschen Staatsbürgern verpflichtet, von denen sie gewählt werden, sondern allen Menschen. Daher sind sie auch für offene Grenzen. Deutschland gehört ja allen Menschen. Die Unterscheidung Bürger, Mensch, Bürgerrechte, Menschenrechte kennen sie nicht mehr, respektive wollen sie nicht mehr akzeptieren und wenn möglich gänzlich abschaffen.